Aha, hier kann man jetzt wunderbar erkennen, warum dieses Ding Dackelgarage heißt. Aber ich habe schon noch durchaus genügend Platz, um hier auch auf der Seite zu liegen. Und es geht erst hier quasi runter vom Vordach her. Also man kann hier schon sehr wohl drunter pennen. Also auch in dieser freischwebenden Aufhängvariante. Also ist eine Unterkunft. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und zwar diesmal auf der Bergkuppe, wenn man so möchte. Das ist jetzt mehr so ein Plateau, ein höher gelegenes, aber ich befinde mich hier definitiv höher als die umgebende Landschaft. Naja, bis auf die Landschaft in der Richtung, denn wir sind hier im Schwarzwald. Es gibt hier im Wesentlichen drei Richtungen. Hang parallel, runter oder hoch. Und da man ja quasi nur so, die einzige Möglichkeit, an den Punkt zu kommen, wo es dann nur noch runter geht, ist halt eben ein Gipfel, und bis zu einem Gipfel wollte ich jetzt nicht unbedingt schleichen. Und daher hocke ich jetzt hier auf eben so einem Plateau. Aber es reicht, um euch zu erzählen, was ich eigentlich jetzt noch sagen wollte, nämlich quasi den Übergang, die Überleitung zwischen dem Platz eben im Tal, am Bach und jetzt hier auf dem Hügel, wenn man so möchte. Denn auf so einem Hügel ist es allein wegen der exponierten Position im Prinzip ja schon mal ein bisschen kälter. Da ist relativ einfach, dass quasi die Wärme entfleucht. Nichts hält die Wärme da fest vom Gelände her. Da ist jetzt keine großartige Struktur, die großartig vor Wind schützt. Und entsprechend kühlt es hier schnell aus, wenn es dunkel wird. Insbesondere dann halt nachts. Wo geht dann die kalte Luft hin, die hier quasi entsteht? Dadurch, dass wir hier auf so einem Plateau sind, kann die sich ja quasi dann schön zur Seite ausbreiten, aber dann ist da ein Hang und dann fließt die kalte Luft quasi hier runter. Heißt, die kalte Luft, die am Anfang der Nacht schnell entsteht, sind wir dann relativ bald los. Das ist meiner Meinung nach, aber das ist jetzt nur meine Meinung, mir ist das lieber, dass ich quasi am Anfang der Nacht kalt habe und im weiteren Verlauf der Nacht wird es dann nicht noch kälter, beziehungsweise sogar tendenziell wieder ein Ticken wärmer unter Umständen. Das hängt aber von der Windsituation ab. Und dafür
habe ich nicht diesen fiesen Effekt im Tal, dass es dann irgendwann im Lauf der Nacht immer kälter wird. Weil die ganze kalte Luft muss ja irgendwo hin. Und wo fließt die natürlich hin? Nach unten. Und was ist unten? Unser Lagerplatz von eben. Und gerade so ein Tal ist gerade nachts so eine richtig schöne Kaltluftrinne, wo sämtliche kalte Luft von sämtlichen Hängen, die irgendwie an dieses Tal angrenzen, in das Tal reinfließt und dann gebündelt quasi aus dem Tal raus. Wenn du also jetzt doof genug bist, im unteren Verlauf eines Tales, insbesondere wenn große Gebirge in der Nähe sind, zu nächtigen, dann wirst du des Morgens feststellen, dass es da unglaublich kalt wird. Ich habe das mal im Selbstversuch bei den Alpen ausprobiert und weiß auch von einigen solchen speziellen Schwarzwaldtälern, die quasi ein Loch bilden in einem sonst relativ plateauartigen Gebiet, dass da wirklich Rekord-Minustemperaturen im Winter erreicht werden. Also wenn man in der Umgebung oben auf diesem Plateau noch so gemütliche minus 5, minus 6 hat, dann hat man in diesem Loch allen Ernstes minus 15 und der niedrigste dort mal gemessene Wert, und da fliegt die Mücke vor der Kamera rum, ist sogar minus 22, glaube ich. Das ist so hier in der Gegend der Tiefsttemperaturrekord, aber eben nur kleinräumig wegen dieser kleinräumigen Besonderheiten des Kaltluftabflusses. Wenn man also in irgendeinem Loch hockt, beziehungsweise in einem Tal, dann hat man eben das Problem mit dem Kaltluftabfluss, und das hat man eben auf so einem Plateau hier nicht. Das wäre also jetzt ein Punkt fürs Plateau. Im Sommer ist das egal, im Winter spielt das eine Rolle. Aber man muss ja gleichzeitig dazu sagen, natürlich ist so ein Plateau wie dieses hier recht exponiert. Ja gut, es steht natürlich noch Wald drauf, das hilft selbstverständlich. Aber es ist trotzdem immer noch exponierter als ein geschlossener Wald im Tal. Jetzt mein Waldrandbeispiel, da sind wir jetzt ungefähr gleich von der Exposition her. Weil da unten war ja nicht nur unten, sondern eben auch Waldrand. Und damit nimmt sich das jetzt nicht so viel. Also nur so zum größeren Zusammenhang. Also im Tal wird es dann irgendwann im Laufe der Nacht, wenn Berge in der Nähe sind, und das bedingt ja ein Tal, dass logischerweise auch irgendwelche Berge in der Nähe sein müssen, in der Senke wird es immer im Laufe der Nacht noch kälter. Wenn man vorhat, ganz, 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 ganz früh aufzustehen, kann einem das möglicherweise egal sein. Dann hat man vielleicht sogar mehr von der Nacht. Andersrum, ich bin lieber oben, weil ich gerne morgens etwas länger schlafe, dann gerade wenn ich im Wald bin und muss nicht mit Einsetzen des allerersten Lichtes quasi von Frost geweckt werden und dann mich zwangsweise bewegen, weil ich sonst zu erfrieren drohe. Das habe ich nicht so gern. Deshalb bleibe ich lieber hier oben. Aber das ist eben Geschmackssache. So, und jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um, was es jetzt hier noch für weitere Dinge gibt, die anders sind als beim letzten Lager. Jo, also wie ihr seht, befinden wir uns diesmal wirklich mitten im Wald. Die Rundumsicht wird es beweisen. Und da sind wir wieder da, wo wir angefangen haben mit der Rundumsicht. Also ich bin hier ganz bewusst maximal weit weg von so ziemlich allem. Hier gibt es also tatsächlich nichts. Wenn man jetzt wo ist, wo man das Gefühl hat, es gäbe nichts, sollte man trotzdem grundsätzlich noch mal ein ganzes Stückchen in der Gegend rumlaufen und mal gucken, was es dann vielleicht doch noch so gibt an nichts. Zum Beispiel hier Dreck. Dreck ist immer gut. Und dann nochmal darauf achten, ob es nicht vielleicht doch irgendwelche wegartigen Strukturen gibt, die man im ersten Moment nicht bemerkt hat, und inwiefern die dann doch so aussehen, als ob sie regelmäßig genutzt werden. Ist hier jetzt nicht so wirklich der Fall, ist auch nicht so. Im Rahmen einer solchen Umgebungsbesichtigung, die man dann immer durchführen sollte, kann man dann auch natürlich auch noch gleich nach Hochsitzen suchen. Auch immer wichtig. Gibt es hier jetzt auch keine, weil wir wirklich mittendrin vom Nirgendwo sind. Wenn ein Jäger hier einen Hochsitz hätte, hätte er halt auch das Problem, wenn er was schießt, muss er es quasi tragen bis zur nächsten Straße, um es ins Auto zu wuchten. Und so ein blutiges Reh durch die Gegend schleifen, das ist nicht so wirklich lustig. Das kann man zwar machen, die sind ja nicht schwer, aber ist nicht jedermanns Sache. Das reduziert dann schon wieder das Aufkommen von Hochsitzen ein bisschen. Übrigens zu dem erwähnten Hochplateau-Charakter. Ihr müsst mir einfach glauben, dass es da hinten dann hinterm Horizont in Anführungszeichen wieder runtergeht. Und hier in die Richtung kann man sehen, dass es da dann schon wieder runter geht. Also es ist jetzt kein krasses Gipfel-Dingens, was ich hier gefunden habe, aber was Besseres war halt gerade nicht verfügbar und ich will nicht auf den nächsten Berg stiefeln. Machen wir mal den Totast-Check. Nö, 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 nö. Also ich kann keine sehen.
Falls ihr welche seht, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also wenn man sein Lager quasi mitten im Wald errichtet, wenn man so möchte, dann kann man natürlich noch zusätzlich ein bisschen darauf achten, dass man in der Umgebung noch ein paar zusätzliche Annehmlichkeiten hat. Das ist ja nicht unbedingt ein Muss, man kann auch ein bisschen weiter laufen, aber natürlich ist es dann ganz schön, wenn in der Nähe zum Beispiel irgendein alter abgestorbener Baum liegt, bei dem man große, dicke Rindenstücke sich entnehmen kann, um die dann quasi als Ziegel für irgendeine Waldhütte zu verwenden. Das wäre zum Beispiel was, was man dann doch ganz gerne in der Nähe von seinem Lager hätte und dann nicht erst 17 Kilometer laufen muss. Natürlich ist auch ein Brennholz, also ein möglicher Brennholzhaufen nicht schlecht. Zum Thema Feuer möchte ich nochmal auf mein Feuerrecht-Video hinweisen. Also man darf natürlich nicht einfach Feuer machen, aber dazu eben mal sagt das Video. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir es dürften und dann wäre natürlich so ein Haufen wie dieser da sehr wohl sehr praktisch, weil da gibt es reichlich schönes, trockenes, also gerade die nach oben stehenden Äste Brennholz. Auch einen kleinen Bonus stellen diese Reste vom Holz machen hier da, die kann man natürlich auch auf mannigfaltige Weise verwenden. Auch auf Tierspuren sollte man ein wenig achten. Das hier zum Beispiel ist es nicht so groß, dass es ein Problem darstellen würde. Da hat wahrscheinlich schon ein bisschen die Sau gewühlt. Ist jetzt gar nicht so einfach hier zu erkennen. Könnte theoretisch auch ein sehr abgedrehter Rehbock gewesen sein. Aber wahrscheinlich war es dann doch so ein bisschen arg groß. Also das ist so ein bisschen, da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, das wäre jetzt was für einen Profi, dazu sagen, ob das jetzt ein Rehbock oder eine Wildsau war. Aber im großen Umfeld gibt es auf jeden Fall keine richtige Sule, die immer regelmäßig besucht wird von den Wildsäuen. Das würde man dann sehen. Also das wäre wirklich ein richtiges Schlachtfeld. In der Nähe von so einer Sule, naja, also muss man ja nicht unbedingt das Lager aufschlagen. Man hat ja in der Regel dann doch genug Auswahl, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Ich bin auch ganz gerne in solchen doch etwas älteren Beständen, die schon recht hohe Bäume haben und demzufolge auch bei einem hohen Laubholzanteil wie hier mit wenig Unterholz. Das hat einfach den Vorteil, dass man sich A, besser fortbewegen kann und B, hat es jetzt auch, wenn man so ein bisschen taktisch denkt, natürlich den Vorteil, dass man eine mögliche Gefahr relativ schnell erkennen kann und gut erkennen und man kann hier einfach weit gucken und hat einen gewissen Überblick über die Situation. Das ist natürlich generell auch ein Vorteil, wenn man auf irgendeiner erhöhten Position sein Lager errichtet. Das ist leichter, dass die Umgebung einfach leichter zu überblicken und theoretisch wäre das Lager auch leichter zu verteidigen, wenn man hier ein ganz, ganz langfristiges Lager errichten möchte und dann in seinem persönlichen Survival-Szenario irgendwo vorgesehen hat, dass es da tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen könnte. Wer das lustig findet, jetzt so vom Hobbybereich her, also ich persönlich finde das lustig, aber glaube nicht, dass es jemals zu irgend sowas kommen wird, wo das wirklich notwendig sein wird. Also da kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ja, so hobbymäßig ist das ja vielleicht ein Gedanke, der für den einen oder anderen relevant sein könnte. Aber das ist wirklich nur Spinnerei. Ja, als kleines Bonüsle haben wir hier sozusagen noch eine geeignete Feuerstelle. Da drin könnte man also ohne Probleme jetzt gleich ein Feuer anzünden, ohne sich jetzt großartig was buddeln zu müssen oder sonst was anzulegen. Wäre ja hier drin wirklich völlig gefahrlos möglich, in Sachen Waldbrandgefahr da ein Feuer zu entfachen und würde einfach Zeit sparen. Dann könnte man sich also für ein Kurzzeitlager einfach sein Feuer direkt machen und müsste nicht erst was weiß ich was zusammenbauen, wenn man da ganz auf Nummer sicher gehen möchte. Außerdem bieten solche Wurzelteller immer noch eine Ressource, die in meinem Wald grundsätzlich selten ist, nämlich Steine. Ihr seht es ja hinter mir und eben in der Übersicht, es liegen hier einfach nicht einfach Steine am Boden, die muss man schon ausgraben, wenn man welche haben will. Oder man geht zum nächsten Flussbett, die beiden Möglichkeiten gibt es, wenn man in meinem Wald Steine finden möchte. Steine sind selten. Wenn ich mir jetzt eine Matratze bauen wollte, um hier schlafen zu können, muss man erstmal wissen, dieser Boden hier, dieses Buchen, weitestgehend Buchenlaub, ist super bequem.
Also das ist auch richtig schön warm, da kann man sich einfach auf den Boden hocken und merkt sofort, ha ja, da ist man wunderbar isoliert. Man kann sich auch einfach so mal auf den Waldboden legen, das ist auch überhaupt kein Problem. Im Winter wird es dann doch ein bisschen kühl, aber es hält sich sehr in Grenzen. Also wir sind hier von der Isolation her schon so gut, dass man nicht noch einen riesigen Haufen an irgendwelchen Fichtenzweigen zum Beispiel jetzt zusammenkarren muss, um sich damit ein Lager zu bauen. Für meinen Geschmack hat es bisher immer gereicht. Also ich habe jetzt aber auch noch nicht bei minus schieß mich tot komplett ohne Isomatte übernachtet. Da habe ich dann schon eine dabei. Aber für so Sommergeschichten, Frühling, Herbstgeschichten hat es mir eigentlich immer gereicht, sich einfach dann ein kleines Laubhäuflein zu bauen. Also sprich, man nimmt zum Beispiel den leeren Rucksack, macht sich den mit Laub von irgendwo voll, kippt sich das quasi unter sein Lager, also als großen Haufen. Und wenn man sich dann da reinlegt oder da dann noch eine ganz, ganz dünne Isomatte drauflegt, die ist ja in meinem Rucksack standardmäßig immer drin, diese Bundeswehr-Mehrzweckunterlage, dann reicht das völlig und es gibt ein wunderbar gemütliches Lager. Noch ein Grund, weshalb ich für das Laubbett plädiere. Da drin sind in der Regel, also mit ganz, ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit eben keine Zecken. Andere Tiere, nur durchaus. Also wer was Probleme mit Krabbelviechern hat und so weiter und so fort, das wird da nicht unbedingt besser. Vielleicht ist es sogar, also bei der Gesamtzahl an Tieren hat man bestimmt mehr, auf denen man schläft, wenn man sich ein Laubbett baut, als das der Fall ist, wenn man sich zum Beispiel ein Fichtenzweigebett baut. Aber eben Zecken sind nicht darunter. Also die wirklich gefährlichen Viecher kriegt man auf dem Wege dann nicht ab. Das finde ich von daher relativ beruhigend und ich finde so ein Laubbett auch irgendwie recht kuschelig. Störender Faktor ist natürlich, dass das Lärm macht. Jede Bewegung und raschel, 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 raschel. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber ja, da weckt man sich dann teilweise selber auf, indem man sich einfach quasi im Schlaf bewegt. Soll Leute geben, für die ist das wirklich ein größeres Problem, für mich jetzt nicht, aber das habe ich schon gehört. Dann ist es natürlich so, dass man in so einem dichten Laubwald quasi ständig im Dunkeln hockt. Das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Schön wäre dann zum Beispiel in dem Zusammenhang, wenn man jetzt in der näheren Umgebung noch eine Lichtung hätte, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt gehe ich mal auf die Lichtung, weil ich mich ein bisschen sonnen will. So eine Lichtung wäre aus ernährungstechnischer Sicht auch von daher ganz praktisch, dass man dann einfach da noch ein paar Kräuterchen hätte, die man dann noch sammeln könnte. Mit allen Vor- und Nachteilen des Kräuterfutterns, die ich ja irgendwo anders auch schon ausführlich besprochen habe, aber dass man ein paar von denen quasi noch als Ergänzung mampft, dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Und dann wäre halt irgendwo eine Bezugsquelle in der näheren Umgebung noch schön, haben wir jetzt hier aber nicht. Das ist also definitiv auch wieder so ein Nachteil des mitten im Wald. Man ist halt mitten im Wald. Man findet halt auch nichts von den Dingen, die sonst noch so praktisch sind, die es mitten im Wald nicht gibt. Mitten im Wald bietet viel Schutz. Vor allen Dingen auch eine große Sicherheit vor Faktor Mensch. Also gefunden wird man hier definitiv nicht. Dass hier mitten im Wald, völlig ab von allem, irgendwer durchläuft und Hallo sagt, das ist quasi auszuschließen. Das macht der Förster, wenn er gerade mal hier jetzt durchforsten möchte. Und das ist in nächster Zeit übrigens nicht der Fall, weil dieser Wald absolut nicht so aussieht, als ob man eine Durchforstung nötig hätte. Aber da kann ich euch jetzt auch keinen Tipp verraten, wie ihr das feststellt, weil das ist dann schon wieder so kompliziert. Also das geht wirklich nicht. Da müsst ihr studieren. Ja, also sagen wir mal, Vorteile von diesem Lager hier jetzt mitten im Wald auf der Hügelkuppe ist geschützter Standort. Also wir sind hier bestens geschützt vor allem, was da kommen kann. Vor Regen haben wir ein richtig schön dichtes Laubdach, was bedeutet, es muss schon wirklich ordentlich regnen, damit überhaupt was am Boden ankommt. Das heißt, dass wir nass werden, ist schon mal gar nicht so wahrscheinlich. Und dann doch, dann haben wir ja immer noch hier unsere Hütte. Das reicht dann auf jeden Fall. Also hier wird es keine großartigen Unwetter geben. Selbstverständlich sind wir auch vor Wind gut geschützt, weil dichter Wald, der schützt auch gut vor Wind. Noch besser vor Wind geschützt wären wir natürlich, wenn wir jetzt nicht auf einer Kuppe, auf einem Hochplateau wären. Aber ja, da
kann man jetzt seine persönlichen Vor- und Nachteile abwiegen. Im tiefsten Winter wäre es vielleicht, wenn es windig ist, wäre es vielleicht dann sinnvoll, noch in eine etwas tiefere Lage umzuziehen. Wieder nicht ganz tief wegen dem Kaltluftabfluss, aber ein bisschen tiefer, so intermediär. Dazu mache ich aber auch noch einen entsprechenden Punkt, wo ich dann das Ding nochmal aufbaue. Ja, aber auf jeden Fall viel geschützter als hier, das geht kaum. Also jedenfalls nicht ohne dann deutliche Einbußen an Komfort. Und was Komfort angeht, sind wir hier auch quasi im absolut maximalen Bereich, weil der Boden an sich ist schon bequem. Können hier überall rumlaufen, können uns hier überall hinhocken und gemütlich unser Ding durchziehen und es sieht hier doch auch irgendwo schön aus. Also ist so meiner Meinung nach ein Lager zum Wohlfühlen und ich finde das hier eigentlich relativ toll. Die Nachteile liegen mehr so in der Verfügbarkeit von nix. Also außer Holz zum Feuer machen und da hinten ein paar Steine gibt es hier halt nicht viel. Klar, im Herbst kann man Bucheckern sammeln, kann man auch Eicheln sammeln, stehen hier auch ein paar Eichen rum. Aber das kann man in jeder anderen Ecke vom Wald auch. Das ist also jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Lagerplatzes. Vielmehr hat man halt eben die Abwesenheit von Material sozusagen. Also man kann sich jetzt keine Wurzeln von irgendwelchen Pflanzen, die so schilfartig am Wasser wachsen und halt grundsätzlich super nährstoffreiche Wurzeln haben, die im Winter so mit die Nahrungsquelle sind, wenn man da was zu essen haben möchte. Das gibt es weit und breit nicht, wenn du mitten im Wald hockst. Das wäre also auch was zu bedenken wäre, dass man da ganz weit laufen müsste und auch Dinge, die man auf der Wiese ausbuddeln könnte, einen Löwenzahn oder was, das ist auch ziemlich weit weg. Das ist also alles mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wen das nicht scheut, der ist hier sicherlich ganz gut aufgehoben. Ich denke, zum nur schlafen und tagsüber in der Gegend rumwandern und sein Essen zusammensuchen, ist das tatsächlich nah dran an einem optimalen Lagerplatz, da hier auch wirklich mit nichts zu rechnen ist, was einem gefährlich werden könnte. Faktor Wildschwein, das ist ja dann auch gerade eben bei längeren Aufenthalten im Wald auf jeden Fall was, worüber man ein bisschen nachdenken sollte. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die im Prinzip nicht gefährlich sind, wenn man jetzt nicht völlig bescheuert ist. Und völlig bescheuert sein würde beinhalten, eben sein Lager in einem absoluten Dickicht aufzubauen, in dem die Wildschweine drin sitzen. Besonders im Frühling, wenn sie Frischlänge haben. Und das ist hier halt eben auch absolut nicht der Fall. Das hier wäre für ein Wildschwein jetzt schon quasi offenes Gebiet. Also nicht ganz so schlimm wie quasi die Wiese draußen. Aber hier würde sich ein Wildschwein für einen längeren Aufenthalt auf keinen Fall wohlfühlen, weil einfach zu offen, zu viel Licht, zu viel Platz, zu wenig Deckung. Hier sind sie nicht geschützt. Also in Sachen Tiere ist das hier also auch wieder ein optimaler Platz, weil sie hier voraussichtlich nicht vorbeikommen. Im Herbst natürlich, wenn sie dann nach Bucheckern suchen im Wald, dann sind sie auch in solchen Gegenden unterwegs und man hat da hinten ja auch noch diese Spuren gesehen, die wahrscheinlich dann doch vom Wildschwein stammen. Aber kein Grund, sich jetzt irgendwie übermäßig Sorgen zu machen. Die sind in jedem anderen Eck vom Wald auch nicht häufiger unterwegs als hier. Also hier nicht häufiger als in jedem anderen Eck vom Wald, so rum. Wenn ihr jetzt nicht der Meinung seid, dass es sich hier um den perfekten Lagerplatz oder den optimalen Lagerplatz handelt, dann könnte ich noch ein Argument vorwegnehmen, was ihr vielleicht anbringen könntet, was hier nicht so toll ist. Man muss laufen, um Wasser zu holen, und zwar 400 Meter. Ich würde sagen, 400 Meter, um Wasser zu holen, das ist jetzt noch verkraftbar. Notfalls muss man halt zweimal laufen, je nachdem, was man halt an Gefäßen hat, oder mehrfach am Tag laufen. Aber das ist, glaube ich, wirklich noch im Rahmen, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt kein gravierender Nachteil. Dafür ist das Wasser, das man dann findet, Trinkwasser. Das kann ich bezeugen, da habe ich schon ganz viel von getrunken. Mir ist noch nie was passiert, also völlig ohne alles, ohne Filter, ohne Abkochen, ohne, wie gesagt, ohne alles halt. Und dann wäre da noch der Nachteil, dass man hier in dieser doch recht, zwar schönen, aber doch eintönigen Waldform schlicht und ergreifend dieses Ding niemals wiederfindet, insbesondere dadurch, dass das auch noch Tarnfarbe hat. Also wenn man sich nicht irgendeine Markierung anlegt, die vom Weg wieder hier hinführt, weil den Weg wird man auch so finden, ohne irgendwelche Markierungen, dann findet man schlicht und ergreifend sein Lager nicht. Insbesondere wenn es dunkel wird und man eben bis kurz vor Einbruch der Dunkelheit oder sogar bis nach Einbruch der Dunkelheit noch irgendwo unterwegs ist, weil man Wurzeln ausbuddelt oder weil man versucht, was zu jagen. Und das wäre ja gerade die Zeit, wo man was jagen müsste. Da müsste man also wirklich quasi noch nach Einbruch der Dunkelheit eine Weile da hocken. Und spätestens auf dem Rückweg wäre es dann stockdunkel.
heißt, das Szenario im Dunkeln zurück zum Lager ist halt durchaus richtig realistisch. Und dann wäre es halt echt wichtig, dass man irgendeine Markierung hat, die einem sagt, dieser komisch aussehende Stock, der jetzt für mich aussieht wie ein B für Ben oder was auch immer, der da am Weg liegt. Da muss ich links abbiegen und dann steckt man sich halt weitere Stöcke in regelmäßigem Abstand in den Boden. Das wird keinem normalen Waldbesucher auffallen. Also eine Markierung für irgendwas, was man natürlich nicht machen sollte, wäre jetzt mit irgendwelcher Farbe irgendwelche Pfeile an Baum pinseln oder ähnliches. Das ist dann auch wieder übertrieben. Vielleicht gibt es ja auch unterwegs markante Bäume, also wirklich irgendwelche Dinger, wo der Blitz eingeschlagen hat oder so, dass man die dann nochmal als Groborientierungspunkt nehmen kann. Dann kann man auch weniger Stöckchen in den Boden stecken und dann merkt es wirklich kein anderer, wo der Weg lang führt, den man sich da markiert hat. Aber das ist halt eben dann tatsächlich was, wo ich akzeptieren könnte, dass das ein Nachteil von so einem Lager ist. Wie immer kommt das Flugzeug und ich merke es nicht. Diesmal habe ich sogar gemerkt. Meistens bemerke ich die ja gar nicht, wenn ich am Labern bin. Naja, ist ja sowieso Wurst, ich räume jetzt zusammen. Thank you.